Guten Morgen und liebe Grüße zum Start in die Woche. Wir schauen auf die Tagesenergien und ja, lassen uns einfach mal inspirieren durch die Karten, welche Impulse uns heute erreichen dürfen. Spirit, um was geht es an diesem Montag? Wir haben den 30. Oktober 2023. Und welche erste Inspiration möchte uns heute erreichen? Oh, da haben wir direkt schon wieder einige. Dann gucken wir uns das doch mal an. Die erste Karte teilt dir mit, dass dir heute Flügelchen wachsen dürfen. Komm ins Tun, hebe ab. Du hast alles, was du brauchst. Ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass diese Woche uns ein wenig beflügelt, wir aus der Stagnation ein bisschen wieder rauskommen. Ich weiß, dass einige die letzten Wochen und Monate das Gefühl hatten, nicht so richtig aus dem Quark zu kommen, irgendwie entschleunigt worden sind. Und manchen ist das ein bisschen komisch erschienen. Dann gibt es natürlich aber auch die anderen, die durch ihr Leben hechten. Aber ich glaube, an die geht dieses Orakel nicht unbedingt direkt. Es geht an die, von denen ich gerade gesprochen habe. Und die dürfen sich erfreuen, denn die alte Energie kommt wieder in dein System zurück. Du hast diese Ruhephase aber nötig gehabt, um innerlich zu wachsen, um dir deine Gedanken zu machen, um vielleicht auch im Kopf das ein oder andere Projekt schon mal hin und her zu bewegen. Und diese Woche werden sich Dinge ereignen, wo du einfach die Chancen ergreifen darfst und feststellst, dein alter Schwung, dein Elan ist wieder zurückgekommen. Es geht heute auch nochmal um das Thema Selbstvertrauen. Lass dich nicht von Enttäuschungen entmutigen. Und manchmal ist das so, dass man scheinbar im Außen gegen Windmühlen kämpft, dass man Dinge sagt, wo man das Empfinden hat, es hört einem niemand zu oder es dringt nicht durch bis zu den Herzen. Ja, doch, steht da, Tropfen höhlt den Stein und deine Mission, die du hast, und ich weiß, dass in diesem Kollektiv viele Lichtarbeiter sind, die kommen schon früher oder später an, also lass dich nicht enttäuschen. Folge deiner inneren Stimme und deine Projekte werden schlussendlich von Erfolg gekrönt sein. Wir haben aber heute auch die Karte Mitgefühl auf dem Tisch liegen. Sei achtsam mit deinem Urteil. Das ist was, das darf man immer wieder lernen. Sobald man anfängt, andere zu beurteilen, zu bewerten, stellt man sich selber auf ein Podest und meint, man hätte den Durchblick und meint, man könnte alles besser und meint, man wäre der Dreh- und Angelpunkt der Welt. Es ist wichtig, auch hier und da schon mal in die Schuhe anderer Menschen zu schlüpfen, um einfach mal zu gucken, wieso könnte er oder sie so reden oder agieren, wie er oder sie das gerade tut. Einfach nur die Ermunterung an dich, mal zu reflektieren, wie du mit anderen Menschen umgehst, ob es auch schön ist, über andere zu tratschen, sich das Maul zu zerreißen. War früher eins meiner Hobbys, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin. Ja, wenn man über sich nicht viel zu erzählen hat, dann ist ja wenigstens schön, wenn andere Menschen im Fokus stehen. Das ist nur leider sehr an der Oberfläche gelebt und hat mit dem spirituellen Weg nicht viel zu tun. Aber den habe ich damals auch noch nicht wirklich beschritten. Die Neugeburt liegt auf dem Tisch. Bitte gute Kräfte darum, dich bei deiner Neugeburt zu begleiten. Das heißt, diese Woche möchte Neues entstehen. Du hängst jetzt praktisch so im Geburtskanal und also zumindest wird das mit den Überschriften so angekündigt und ja, dann darf es wieder raus ins Leben gehen. Und wenn sich heute hier und da vielleicht doch noch irgendwie irgendetwas wackelig anfühlt oder du hast den klaren Blick noch nicht dafür, welche Richtung du denn jetzt einschlagen möchtest, dann wende dich ans Universum, bitte um Zeichen, bitte um Inspiration und es kommt, wenn du achtsam durch dein Leben gehst, immer irgendein Zeichen. Okay, wir gucken es uns an, was denn heute kommt. Ich hätte jetzt gerne für die Neunerlegung eine zielführende Überschrift, damit ich weiß, in welche Richtung ich das Ganze deuten darf. Es ist ein Blatt, aber eine allgemeine Legung.
Ich sage es immer dazu. Und all das, was sich für dich nicht stimmig anfühlt, das lässt du für dich einfach weiterziehen. Ja, ein alter Zyklus wird abgeschlossen. Hier findet ein Wandel statt und irgendetwas, ja, wird abgeschlossen, fühlt sich dadurch in dir komplett an. Was zeigt sich heute, Spirit? Die morgendlichen Legungen sind ja bewusst keine Liebesorakel, sondern ein Fachorakel, die so eine allgemeine Tagestendenz zeigen dürfen. Schöner Tag. Auch wenn du in deinem Leben jetzt in den letzten Wochen vielleicht den einen oder anderen Umweg genommen hast, vielleicht nicht direkt auf dein Ziel zugestürzt bist, weil das Ziel eben noch verschwommen gewesen ist, wirst du heute eingeladen, deine Glücksmomente zu feiern. Dieser Tag wird dir nämlich einige Glücksmomente bieten. Ich hätte aber gerne noch ein paar weitere Karten, damit ich ja weiter erzählen darf. Glücksmomente, die man aber nur in der Stille finden kann oder wenn man zumindest sehr achtsam ist mit dem, was einem jeden Tag so begegnet. Und diese Einladung wird auch nur sehr inspirierend für dich sein, wenn du eben nicht in den Widerstand gehst, nicht in den Widerstand mit dir selbst und auch nicht in den Widerstand mit deiner Umwelt. Hier sind in den letzten Wochen einige Samen verstreut worden, die auch schon in dir gekeimt haben. Jetzt würdest du nämlich keine Orakel gucken. Trotzdem kann es sein, dass bei dem einen oder anderen hin und wieder nochmal der Verstand sagt, ach, ist alles Hokuspokus, ist doch alles Humbug. Hier wird immer davon gesprochen, wir sind im Wachstum und es geht so wunderbar weiter. Wo ist es denn? Ja, ne, dieses Wachstum kann nur in dir stattfinden, wenn du das auch zulässt, wenn du in die Selbstreflexion gehst, in die Stille gehst, und so weiter und so fort. So, im Außen zeigt sich konkret heute irgendetwas an, was nochmal tiefe Gefühle in dir auslösen kann und reflexartig kannst du hier ein neues Kapitel aufschlagen, was dir großen Spaß bereitet. Das können kleine Dinge sein, es können größere Dinge sein. Lass dich einfach durch diesen Tag treiben und vor allen Dingen lass dich inspirieren durch das, was im Außen so geschehen möchte. Wenn man, wie gesagt, den ganzen Tag aber nur aus dem Fenster guckt und sich nicht bewegt, ist das immer schwierig, dass irgendetwas auf einen zukommt. Natürlich haben wir auch noch die virtuelle Welt. Ja, auf jeden Fall ist ein Thema, auf das jeder von uns nochmal Rücksicht nehmen darf, ist diese Geschichte mit dem, warum habe ich es nötig, andere zu bewerten, andere zu verurteilen? Warum stelle ich immer wieder Regeln auf? Warum ist es schlimm, wenn irgendjemand irgendeine Regel übertritt? Wer hat diese Regel aufgestellt und ist dieser Regelaufsteller der Dreh- und Angelpunkt der Welt? Was hat es mit dieser Welt auf sich? Auch da kann man ins Philosophieren kommen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber ich halte mich morgens immer kurz. Es geht heute darum, das Herz aufzumachen, die wahre Liebe strömen zu lassen in alles, was da ist. Ich bedanke mich für deine Zeit, freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir einen wunderschönen Montag. Gerne bis zum nächsten Mal.